So, kein Stittchen, herzlich willkommen zurück. Es ist Donnerstagabend, 18:30 und wir spielen wieder Hitman. Ja, hier ist der Hardy übrigens, für die, die es nicht wissen. Und wir hören schon die epische Titelmusik im Hintergrund aus dem Menü. Irgendwie hört es sich so an, als würde sich das Spiel hier dem Ende neigen. Weil sowas passiert ja irgendwie immer, wenn man die Titelmusik hört. Zumindest meistens. Ich habe keine Ahnung, weiß es nicht. Wir wissen nur, dass Sheriff Skurky gerade in diese geile Country-Kirche reingelaufen ist und wir den da erstmal richtig geil rausschleifen müssen. Und ja. Gucken wir mal, was sich da so machen lässt, ne, würde ich sagen. Hope Creek Church. So. Der soll da ja drin sein, da hinten ist er. Ich glaube, wir gehen einfach frontal in die Kirche rein und pusten den weg. So, machen wir keine Faxen. Deine Waffe! Sheriff, tun Sie etwas! Sind Sie verletzt, mein Sohn? Oh, du Heilige! Sie sind ein Schisser, Sheriff Skurky! Ich erschieße diesen kleinen Wichser! Junge! Aufs Maul! Lol, ich hab dem in den Kopf geschossen. Wie kann der denn noch leben? Ja, sicher. Bitte, ich kann doch nicht in einer Kirche sterben. Letzte Chance. Wo ist Victoria? Oh, verpiss dich einfach! Blackwater Park! Blackwater Park! Geil, Junge. So ein Feuerwerk im Hintergrund dazu, Ave Maria. Boah, gibt doch nichts Besseres, um Gänsehaut zu hervorzurufen. Ja. So. Wie sieht's aus? Ja, gut. So krass war das jetzt nicht. Also würde ich mal sagen, ne, hier direkt mal weitermachen. Nicht lange fackeln. »47. Tom, ich brauche einen neuen Anzug.« »Oh, Mr. 47. Das freut mich wirklich sehr. Oh. Ja, ja, das denke ich auch. Das kriegen wir schon hin. Kommen Sie bitte. Hier geht's lang. Folgen Sie mir in mein Ankleidezimmer.« »Geil, Junge.« Bitte treten Sie ein, 47. Oh, nett. Jawohl, Junge, sehr schön. Eine klare Verbesserung gegenüber Ihrem eigenen Anzug. Sie, handgewirkte Wolle, verstärkte und unsichtbare Nähte und natürlich Seidenfutter. Oh, guck's dir an, du.
So muss das sein. Ja, dann herzlichen Dank, Tom. Ne? Wenn du so heißt. Tommy! Eigentlich ja Tommy, aber Tom geht auch. So. Ja, direkt weiter. Hey, sie Fischgesicht. Okay, Arschloch, wo ist Victoria? Laila! Sehen Sie? Die Kleine lebt noch. Und wenn das so bleiben soll, will ich 10 Millionen sofort, wie vereinbart. Tja, was das Geld angeht, das werde ich nicht allein entscheiden können. Wie? Sie können was nicht? Ich glaube, Sie verarschen mich. Nein, nein, nein. So funktioniert das nicht, Partner. Sie müssen umgehend jemanden finden, der das entscheidet, oder die Sache ist gelaufen. Ich zähle bis drei. Ich muss mit meinem Vorgesetzten. Verdammte Scheiße! Sie blödes Arschloch, was haben Sie getan? Sie sind eine Bestie! Hab ich Sie verarscht? Tut mir leid. Mister. Okay, es reicht. Ich will jetzt die 10 Millionen. Wenn Sie mich linken, werden 10 Millionen mehr. Sie können sich's überlegen. Okay, Sie Scheißkerl. Sie haben gewonnen. Heiß bist du, Schätzchen. Ah, besorgt es dir gut? Wichser. Du hast ja keine Ahnung. Hey, verdammt! Wo ist Victoria? Ich werde sie irgendwann anrufen und sagen, wo sie sie finden kann. Komm jetzt, Schatz. Ich mach Geld geil. Sie geben diesem Psychopathen einfach so unser Geld? Naja, er ist nicht so dumm, wie er aussieht. Niemand entkommt der Agency. So, ich würde mal ganz krass behaupten, dass das jetzt ein richtig hartes Nüsschen wird, was wir hier zu knacken haben. Also so einfach werden die es uns vermutlich nicht machen, da reinzukommen. So. Alter, leck mich am Arsch, wo müssen wir denn rein? Ich muss ja erstmal irgendwie in das Gebäude rein. Da würde ich mal sagen, durch den Haupteingang, ne? So wie sich das gehört. Die Frage ist, was gibt's denn da hinten? Bestimmt was zum Reinkriechen oder so. Wir müssen ja erstmal an den beiden Nulpen hier vorbei. Alter Scheiße, ey. Wie komme ich denn an denen vorbei? Was ist das denn jetzt, C4? Okay. Alter Schwede. Wie komme ich denn da hin? Ich kann ja nicht irgendwie jetzt so weitergehen hier. Oder? Er wird mich sehen da vorne. Sir, warum schleichen Sie hier rum? Ach so, lol. Ich dachte, die... Ach so, die interessiert sich gar nicht für mich. Ja, sag das doch mal einer. What the fuck? Thank you.
Das ist wahrscheinlich Sperrgebiet, wa? Sagst du? Ja, dachte ich mir. Und hier wahrscheinlich auch. Hey, ich hab gerade einen Krempner durch. Das Sicherheitspersonal bewacht sämtliche Eingänge. Die Papiere waren in Ordnung. Okay. So, alles klar. Ohlala. Da könnte ich rein. Wie sieht es denn hier aus? Da guckt gerade keiner. Da auch nicht. Boah, sowas mal wagen. Nee, besser nicht. Okay, leck mich am Arsch, ey. Ey, wer ist er denn? Scheiße, wo kommt der lang? Der kommt nicht wirklich hier zu mir, ne? Das machst du nicht. Ich will den Pflanzentypen da haben. Den Gärtner. Weil dann kann ich mich hier frei bewegen. Das wäre perfekt. Aber er da stört noch ein bisschen. Egal. Der hat mich nicht gesehen. Und hi. So. Den. Hey, gibt's Verstärkung! Nein. So, hier gibt's keine Verstärkung. Das kannst du knicken, Junge. Das knickst du mal. So. Zwei von denen kann ich hier verstecken. Dritte wird ein bisschen schwieriger, aber ich musste ja den Zeugen hier mal entfernen. So, jetzt sind wir wenigstens Gärtner und können uns frei bewegen. Ich sollte die Leute demnächst einfach nur noch erdrosseln, ey. Das geht sowas von viel schneller. So, den Schläger nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, wofür wir den mal brauchen können. Aber was machen wir denn mit ihm hier? Er liegt jetzt natürlich hier rum wie so ein Kartoffelsack. Na egal, lassen wir den mal liegen. Hoffen wir, dass das jetzt den keiner findet. So. Ich darf mich ja jetzt hier frei bewegen. Das ist ja jetzt nicht mehr das Problem. Dann wollen wir mal gucken. Achso, da kann ich nur Autoalarm auslösen. Hier stört mich nicht. So, wie komme ich denn am besten in das Gebäude rein? Da wäre eine Möglichkeit. Aber das ist auch ein Gärtner, da muss ich aufpassen. So, ich müsste ja jetzt eigentlich da reinkommen, oder? Weil wahrscheinlich sind das nur Gärtner, die jetzt da drin stehen. Wetten wir ab, weil so einfach machen sie es uns nicht. Nee, doch nicht, oder? Ja, da ist ein Gärtner. Das war so klar, ey. Hast dich wohl ordentlich eingedeckt, hm? Das ist mein schöner Anzug weg, wieder. Natürlich kacke. Hey, Chef. Keine Ahnung, verdammt. Warum fragst du nicht ihn? Ich weiß nur, was da draußen los ist. Ich bin nur reingekommen, um mich kurz aufzunehmen. Jetzt natürlich einfach mal an dem vorbeilaufen hier. So. Wäre mal noch genug Instinkt am Start hier. Sollte ja jetzt kein Problem sein. So. Verdammt, ich weiß nicht. Diese Scheiße macht mir langsam Angst. Oh! Da haben wir aber im letzten Moment noch die Instinkt-Taste gedrückt. Ja, das sage ich euch aber. Boah. Lecco mio, ey. Oh, da haben wir einen Kontrollpunkt. Perfekt. Hallo. So. Und da darf ich doch jetzt wahrscheinlich nur noch als Sicherheitspersonal eindringen. Wetten wir? Oh, doch nicht. Wenn Sie mich fragen, wäre ich lieber draußen im Regen. Definitiv, verdammt. Mann, reg dich ab, okay? Sagen Sie mir nicht, ich soll mich entspannen. Ich kenne meine Rechte, okay? Und es gibt Leute, die mir im Nacken sitzen, weil ich hier nicht weg kann. Alles klar? Wow, Sie scheinen Ihren Job ja echt zu lieben. Erinnern Sie mich nicht dran. Ich schätze, das habe ich schon. So, darf ich jetzt eigentlich mit dem Aufzug fahren? Ich meine, wir können uns natürlich jetzt mal eben kurz umgucken, hier, was hier noch so am Start ist. Aber andererseits sind wir hier natürlich schon relativ gut unterwegs.
darf ich einfach nicht so rein. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn ich da reingedurft hätte. Und hier darf ich vermutlich auch nicht rein. Aber wir können uns ja jetzt als der Typ da verkleiden. Aber davon laufen hier auch viele rum, oder? Nee. Darf ich da rein? Einfach so? Darf ich da rein? Ich darf da rein. Oh, okay, aber die Tür ist offen. Alles klar, den hier wegzumurksen wäre jetzt nicht so geil. Vor allem, weil wir den nicht verstecken können. Also da gibt es sicherlich eine bessere Lösung. Aber warum Netzhautscanner überbrücken? Problem ist, da sind zwei Leute drin, die mir fett auf die Eier gehen. Betreten wir einfach mal das Ding hier. Mal sehen, wo wir da hinkommen. So. Zwei Leute. Scheiße. Wo kommen wir denn hier aus? Okay. Wo bin ich denn hier? Bin ich hier auch noch am Eindringen, wenn ich hier lang gehe? Nee. Alter, wo bin ich hier? Verfickte Scheiße nochmal. Was ist hier? Eine Toilette. Schön. Und da unten kann ich auch rein. Geil. So, jetzt ist die Frage, schnapp ich mit denen? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Filmrolle? Dann nehme ich doch glatt mit. Darf ich hier rein? Scheinbar ja. Darf ich hier auch noch dran vorbei? Ich glaube, vorbei ja, sonst muss ich euch. Wie geht's? Sonst muss ich euch beide wegpusten. Aber hier darf ich sicherlich nicht rein. Oder? Darf ich hier rein? Oh ja, auch das. Sehr schön. Okay. Allerdings, warum sollte ich den Projektor starten? Haha, jetzt gehen die alle dahin und gucken sich den Film an. Wie geil ist das denn? Das ist natürlich cool. Was ist denn hier ein Kabel? Ach, da ist der Netzhautscanner. Wo läuft denn das hin? Ach, der läuft zu dem Fahrstuhl. Okay, ah, das ist klar, sonst darf ich da nicht rein. Okay, ich muss mich jetzt aber mal eben kurz als Wache verkleiden. Hey, wer hätte das gedacht? Geschafft! Bist du ein Mongo, ey. Komm, jetzt verzieh dich. Dann kann ich nämlich den Bullen hier platt machen, damit ich mich als der verkleiden kann. Ist natürlich ein bisschen... Ich muss auf jeden Fall in den Raum mit dem Netzhautscanner rein. Aber wie? Ich muss mich ja als Polizist verkleiden. Okay, du glaubst jetzt erstmal dran. So, verkleiden, verkleiden, verkleiden. Und direkt verstecken. So, zack. Wollen wir uns mal zum Netzhautscanner bewegen. Gucken wir, wie erfolgreich wir da durchkommen. Vor allem bei den ganzen Wachen hier. Ist natürlich nicht so geil. Aber wir können ja den Projektor nochmal starten. Dann verziehen die sich vielleicht nochmal. So. Schalten Sie das aus. Wir sind noch nicht so weit. Jetzt gehen nämlich alle dahin. Cool. Das wollte ich schon nicht mal, was wir im Einsatz gebrauchen können. Aus. Wir sind noch nicht so weit. Boah, jetzt muss ich mich an den beiden hier vorbeischleichen. Das ist ja wohl ein Scherz, ey. Alter. Ist das? Boah, aber das knapp, ey.
Jetzt sind da sogar drei drin. Ja, ist ja wohl ein Scherz, ey. Ah, der haut wieder ab jetzt. Lol. Drei Leute? Das kann ja wohl nur ein Witz sein, ey. Wie soll ich denn da reinkommen? Kann ich eigentlich, während ich das Ding hier brauche, auch das aufdrücken? Ich von irgendwoher kenne. Sir, kommen Sie sofort hierher! Ja, mach ich. Kenn ich Sie? Sir, irgendwas stimmt nicht mit Ihnen. Hey. Zentrale. Hahaha! Ihr habt mich nicht gesehen. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz still sein, ey. Komm schon. Huh. Hallo? Ich hole Hilfe. So. Jetzt muss ich zwar den ganzen Weg wieder zurücklaufen, aber ich kann mich ja jetzt wieder als Gärtner verkleiden und einfach da durchlatschen. Mist. Okay. Vorwärts. Finden wir diesen Mistkerl. Ja, komm. Könnt mich jetzt auch in Ruhe lassen. Komm, ihr findet mich eh nicht, ihr könntet aufgeben. So, sicher, perfekt. Alles klar, der da guckt mal weg, also gut. So, dich interessiert das alles nicht, okay? Können wir uns kurz unterhalten? Warum muss ich mich jetzt mit dir unterhalten? Ich will ihr Gesicht sehen. Sir, hier spricht die Polizei. Bleiben Sie stehen. Hat der mich jetzt gesehen? Bleiben Sie stehen! Der hat mich gesehen. Scheiße. Hände hoch! Stehen bleiben! Machen Sie kein Blödsinn! Zack, zack! Scheiße, jetzt habe ich zwar einen zivilen Todesfall, aber ganz ehrlich, Leute, der hätte geplappert wie ein Papagei, ja? Solche Leute muss man ruhig stellen, ja? Also entschuldigt mal bitte, ja? Tut mir leid, Kollege, du warst leider zur falschen Zeit am falschen Ort. So einfach ist das. Und du, ja? Dich musste ich leider für deine Neugierde bestrafen. Tut mir ja furchtbar leid, aber wenn du meinst hier, ne? Kann ich nichts dran ändern, also... Wer zu neugierig ist, den bestraft das Leben. So, jetzt haben wir zwar einen zivilen Todesfall, aber ey, ganz ehrlich, ich hätte jetzt keinen Bock, den Kontrollpunkt jetzt nochmal wieder neu zu machen. Und wieder die ganze Scheiße zu machen. Also, ja. Ne? So, wir können uns jetzt wieder hier als, motherfucking Ding jetzt hier verkleiden. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in den, ne, hier... Aufzug rein, weil wir haben ja mittlerweile unseren Job getan. So. Schönen Tag noch, Sir. Schönen Tag noch, Sir, Mama. Ach nee, da muss ich rein, ne? Ja. So. Der Netzwerkscanner ist personalisiert. Die einzige Alternative wäre eine Überbrückung. Hab ich doch! Hab ich, du Hure! Ich bin doch da dran gewesen. Willst du mich verarschen? Das ist ja wohl ein Scherz. Ich hab das Ding doch überbrückt. Und jetzt? Man, das Ziel zeigt sogar hier an. Ja, und jetzt? Was ist das denn für eine Scheiße? Wollt ihr mich verarschen? Ist da was schiefgelaufen? Am Arsch, Junge! Ja, ich soll da reingehen. Ja, und jetzt? Der ist doch personalisiert. Deine Mutter, Junge. Aha, ja, das ist ja jetzt prima. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Ja, an dem Teil bin ich dran.
hat er das nicht abgeschlossen. Ich meine, jetzt wäre die Chance, mal eben da dran zu gehen. Bitte gehen Sie! Okay, ich gehe ja schon. Das hätte ich auch einfacher haben können, hab da gesagt. Da hätte ich mich gar nicht als Bulle verkleiden müssen, scheiße. Der sagt dann nämlich einfach nur, bitte gehen Sie. Scheiße. Fuck. Hä, heißt das, ich hätte den zivilen Typen da, den armen Spacken da gar nicht platt machen müssen. Ja gut, okay. Auch ein Profikiller macht mal Fehler. Aber egal, passt schon. Mr. Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Jawohl. Es heißt zwar, Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Heilige Scheiße! Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin. Und die gehört uns? Nein, die gehört mir! Hier, kauft den Lippenstift. Verdammt ist das viel Geld! Ja? Was? Mist! Verarschst du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt? Verdammt nochmal! Der Typ muss sterben, und zwar jetzt! Leg ihn um! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht, weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby. Das geht mir so auf den Sack! Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht. Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Komm, Engelchen, geh mir. Ich vertraue dir. Alles klar. Ganz ehrlich, Leute, der Dexter wird mir immer sympathischer. Ich finde den als Bösewicht echt extrem cool, muss ich sagen. Gott sei Dank, endlich! Oh Mann, bin ich blöd! Blöd, blöd, blöd! Es ist nicht Nummer 55 im 22. Stock, sondern Nummer 22, nee, Nummer 25, Nummer 55 im zweiten Stock. Oh nee! Was ist los mit mir, hä? Ist das eine Leseschwäche? Mann, oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur blöd, das sagt nämlich meine Mom immer. Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? Hey, Mann, Sie haben ja eine Knarre! Oh, wie cool ist das denn? Oh, Scheiße. Hey, das ist nur der Sushi-Typ. Wer hat Sushi bestellt? Miss Stockton schon. Herrgott, nimm das Sushi und bring es zu Miss Stockton. Und fass da drin nichts an. Alter, ja genau. Ja, Leute, ich würde mal sagen, die Folge ist damit leider schon vorbei, weil es sind noch ein paar Vorbereitungen für die Live-Show heute Abend fällig hier, ja. Ich glaube, nächste Folge hauen wir erstmal der Frau von dem Dexter richtig geil auf den Arsch, ja? So richtig bam bam. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht können wir dann für morgen mal eine richtig lange Folge machen. Vielleicht ist das Spiel dann auch schon vorbei. Wer weiß, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, Leutchen, ja? Und ihr wisst ja Bescheid, schaltet auch morgen, beziehungsweise das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Hitman, Hardy, Miau! Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist.